weiß genau, was du tun sollst, aber du machst es nicht. Es ist nicht schlau, wenn du alles offen hältst, weil du schaffst es nicht. Aber die Worten erledigst nicht der Arbeit. In die Karten beim Wirt steht nicht die Wahrheit. In der ersten Reihe wirst die Frau fürs Leben nicht finden, weil die steht weiter hinten. Red nicht gescheit und tät nicht weh und nicht hinter Vorwänden verstecken. Steh jetzt auf und komm bald drauf, man gewinnt nicht in der Ecke. Und darum red nicht gescheit und tät nicht blöd und nicht hinter Vorwänden verstecken. Steh jetzt auf und komm bald drauf, man gewinnt nicht in der Ecke. Na, na, man gewinnt nicht in der Ecke. Man gewinnt nicht in der Ecke von Stefan Gössinger und Bernhard Grinner an der Gitarre. Einen schönen guten Morgen euch beiden. Schönen guten Morgen. Ich habe mir gestern bei diesem Liedtitel gedacht, man gewinnt nicht in der Ecke. Es geht irgendwie um Fußball, aber nicht unbedingt. Nein, nicht wirklich. Also wenn es um meine Fußballerfahrungen und was geht, da war ich ziemlich schwach beieinander. Nein, man gewinnt nicht in der Ecke ist so eine Umschreibung dessen, wenn man sagt, man muss einmal ein bisschen rausgehen, man muss ein bisschen was sehen. Man kann sich nicht immer darauf verlassen, dass einem alles Gute passiert, wenn man nur am Balkon sitzt, so wie die Muppets, und runterquatscht. Sondern man, das heißt, für sein eigenes Glück muss man auch ein bisschen was tun? Ja, man ist also sein eigenes Glückes Schmied, sozusagen. Ja, ja. Stefan, herzlich willkommen offiziell bei Guten Morgen Österreich. Ihr kommt nicht aus Tulln, sondern woher? Wir kommen aus dem Bezirk Misselbach, genauer gesagt aus Wolkersdorf, genauer gesagt aus der Katastralgemeinde Münigstal. Die werden Sie auch freuen, wenn Sie das schönen sein. Den schönen Münigstal. Genau. Ich war noch nicht dort, ja, aber es klingt hin. Sehr, da sehr schön. Hin. Ja. Mönichwald in der Steiermark kennen wir, Münigstal noch nicht. Ja. Stefan, dieses Lied, das ist eines, was wir jetzt von dir gehört haben. Ich glaube, drittes Album gibt es von dir schon. Richtig. So in die Richtung, quasi mit wenig Instrumenten, einem Text, der auch zum Nachdenken anredet. Ist das so die Richtung? Die Richtung ist natürlich schon, dass es in allen möglichen Formationen spielbar ist. Also ob das jetzt zu zweit alleine oder auch mit großer Band ist, es ist alles möglich. Also ich habe durchaus die CD und die Produktionen so richtig groß mit voller Band, Bläser, Sänger, alles gemacht. Cool. Aber natürlich muss man sich an die Gegebenheiten anpassen, sei es weil Corona ist oder einfach weil es gerade das so verlangt vom Veranstalter oder sonstiges. Also wir sind relativ flexibel, aber das hilft natürlich sehr, wenn man gerade so Texte hat, die man auch verstehen soll, wenn das im kleineren Rahmen passiert. Apropos Texte, kommen die alle von dir selber? Texte kommen von mir selber, ja. Okay. Versuche so weit aus wie möglich aus meinem Leben, aus meinem Umfeld zu greifen. Es ist nicht alles autobiografisch, man muss nicht alles selbst erlebt haben, worüber man singt. Ich freue mich sehr auf den zweiten Auftritt von euch heute bei Guten Morgen Österreich. Ebenso. Nehmt euch in den Acht von den Gelsen, die haben den einen oder anderen schon gestochen. Irgendwas Probleme gehabt, wie war es beim Spielen? Nein, wir sind so veranlagt, dass uns mehr die Frauen zufliegen als die Gelsen. Also deswegen lasse ich dir gerne ja, die Gelsen üben. Ich wollte gerade sagen, da können wir uns das Schicksal teilen, hätte ich gesagt. Wobei, es ist nicht so. Meine Kolleginnen sind immer irgendwo und weg. Aber also, mit den Texten ist es das Gleiche, die sind meistens auch von uns. Hervorragend. Stefan, vielen Dank und bis später. Bis später, danke. Nadja, hast du das gehört? Ich habe alles.